Ja, Frankie, grüß dich. Schönen Dank, dass ich hier beim Training dabei sein durfte und dich ein bisschen jetzt was fragen darf. Du wurdest in Kanada geboren und hast dort auch mit deiner Karriere angefangen. Wieso hast du dich zum Schritt nach Deutschland entschlossen und ist dir die Entscheidung schwer gefallen? Nein, also was bei mir passiert ist, ich wurde beim Fury eingeladen zum Training, wo er für Cunningham sich vorbereitet hat. Hat dort mich gut gezeigt und haben sie gesagt, ich soll vielleicht gucken, was in Deutschland, ob ich irgendwie was machen kann. Dann habe ich Hagen Döring eine E-Mail geschrieben, dann haben sie mich eingeladen, haben Spanien gemacht und mich hier gezeigt und Vertrag bekommen. Beste Entscheidung. Sehr gut. Ja. Erzähl doch mal kurz, wie bist du überhaupt zum Boxen gekommen? Wahrscheinlich hast du ja irgendwie erstmal die kanadische Amateurszene aufgemischt oder wie war Nein, das? Nein, also ich war in Deutschland eigentlich, wo ich bin mit 7 nach Deutschland gezogen und wo ich so 15 war ich so Couch Potato, war so ganz übergewichtig und hat mich halt für Mädels interessiert und habe angefangen zu boxen und ging es los und habe viel abgenommen, war von 120 Kilo auf 90 Kilo runtergeschafft in einem Sommer und Mädchen sind gekommen und Boxen war gut. Alles klar. Ja. Was unterscheidet deiner Meinung nach die deutsche Boxschule von der kanadischen und welche neuen Impulse hast du da in letzter Zeit bekommen und was können vielleicht deutsche Trainer noch von den Kanadiern lernen? Also ich habe nicht viel in Kanada mit Boxen richtig gemacht. Also Okay. Ich habe so ein amerikanisches Stil, könnte man sagen. Aber jetzt in Deutschland, ich lerne halt die Deckung hochzuhalten, viel mehr Gewichtstraining machen wir und so. Ist gut. Ja. Wer gehört aktuell zu deinem Trainerteam? Oktay Urkal und Erkan Tepe. Das ist mein Mentor. Sehr gut. Wo siehst du deine größten Stärken und woran musst du deiner Meinung nach noch arbeiten? Also ich finde meine Führhand ist unschlagbar, weil es so lang ist und ich muss an meiner Deckung arbeiten. Okay, was erwartest du von deinem nächsten Gegner, dem Italiener Salvatore Erito? Ich erwarte, der wird versuchen zu boxen und viel wegzulaufen und ich versuche ihn zu stoppen und auf den Boden zu klopfen. Erito wird also ein ziemlicher Sprung auch in deiner Gegnerschaft sein. Wie kommt es denn zu dieser durchaus auch einigermaßen riskanten Ansetzung? Also ich will den Europatitel haben, er will den auch. Okay, das reicht dann. Ne? Ja. Du bist nicht der einzige Schwergewichtler bei Z-Promotion. Hat das wegen des Sparrings auch eher Vorteile oder ist da auch so ein Konkurrenzkampf unter euch? Nee, also ich finde es kein Konkurrenzkampf, weil wir sind alle 5 Jahre unterschiedlich. Also Erkan ist 5 Jahre älter wie ich bin 5 Jahre älter wie Christian. Passt eigentlich gut, wir sind alle in anderen Stages, andere, weißt du, was ich meine? Und ist gut, perfekt eigentlich. Gibt es irgendwas, was du den deutschen Boxfans noch sagen möchtest zum Abschluss unseres kleinen Interviews? Danke für die Unterstützung und hoffentlich kann ich euch was Gutes zeigen am 19. Dezember. Auf Deutschland wird das übertragen? In Deutschland wird das? Sky. Auf Sky, ja. Alles klar. Ja, vielen Dank fürs Interview. Dankeschön. Alles Gute, Frankie.